Heute beschäftigen wir uns mit dem Quotientenkriterium und dazu möchte ich mal beispielhaft das Quotientenkriterium durchführen, um zu zeigen, dass eine Reihe absolut konvergiert. Zunächst einmal aber noch zur Erinnerung die Definition. Da gibt es zwei. Ich versuche jetzt mal beide zu liefern. Die erste wäre, eine Reihe konvergiert absolut, falls so ein Q existiert, was echt kleiner als 1 ist, sodass der Betrag des Quotienten a n plus 1 durch an kleiner gleich diesem q ist und das für fast alle n aus den natürlichen Zahlen. Dieser Begriff für fast alle n aus den natürlichen Zahlen bereitet vielen Schwierigkeiten. Das bedeutet aber eigentlich nur, ab einem n und allen weiteren n gilt diese Ungleichung. Das heißt, nur endliche natürliche Zahlen dürfen vorhanden sein, sodass diese Gleichung nicht gilt. Das heißt, für fast alle n, ab einem n und alle weiteren. Okay, dann gibt es das Gleiche noch, dass man das mit dem Limes Superior definiert. Das heißt, zweitens, dazu muss gelten, der Lim Sub ist für n geht gegen unendlich des Betrages des Quotienten a n plus 1 durch a n muss echt kleiner als 1 sein. Also Limes Superior, das ist der größte Häufungspunkt. Das ist ein guter Ersatz für den Grenzwert, falls dieser nicht existiert. Aber in den meisten Fällen, also zu 95%, stimmt dieser Lim Sub mit dem normalen Grenzwert, normaler in Anführungsstrichen, überein. Das heißt für euch und jetzt hier auch für das Beispiel, können wir auch gleich den normalen Grenzwert, das heißt den normalen Limes, bilden. Okay, kommen wir jetzt aber erstmal zum Beispiel. Das heißt, wir haben jetzt ganz konkret hier eine Reihe vorliegen, und zwar eine Reihe, die bei n gleich 1 startet, mit unendlich vielen Summanden, und zwar hier oben im Zähler 2 hoch n stehen hat, im Nenner n Fakultät. Okay, das Quotientenkriterium, wie der Name schon sagt, fordert uns jetzt erstmal auf, diesen Quotienten hier zu betrachten, das heißt der Betrag von n plus 1 durch a n. Okay, wenn wir das jetzt einfach mal für diese Folge übertragen, dann hätten wir hier 2n plus 1 durch Klammer auf n plus 1 Klammer zu Fakultät. Dann hätten wir jetzt hier eigentlich einen doppelten Bruch, den will ich vermeiden. Das heißt, sie ist geteilt, wende ich so an, indem ich mal den Kehrwert rechne. Das heißt, ich habe hier oben n Fakultät und hier unten geteilt durch im Nenner 2 hoch n. Das ist schon mal ganz nützlich. Hier sieht man, hier kürzt sich einiges weg, dieses 2 hoch n. Hier bleibt nur noch eine 2 einmal stehen. Die n-Fakultät kürzt sich komplett weg, sodass wir hier nur noch den Term n plus 1 unten stehen haben. Das heißt, ich schreibe das jetzt mal auf. Die Beträge, weil es nur natürliche Zahlen sind, können wir auch weglassen, sodass wir hier oben nur noch stehen haben. 2 durch n plus 1. Okay. Und jetzt können wir sagen, na gut, das ist immer kleiner gleich 2 Drittel und 2 Drittel definiert uns dann unser Q. 2 Drittel ist ja ganz bestimmt echt kleiner als 1 und das gilt für alle n, das heißt für alle n, die größer gleich 2 sind, ist dieser Term hier kleiner als 2 Drittel und 2 Drittel ist unser Q und somit haben wir nach der ersten Definition gezeigt, dass dieser Quotient, der Betrag des Quotienten für alle n, die größer gleich 2 sind, kleiner als 2 Drittel ist. 2 Drittel ist unser selbstdefiniertes Q und 2 Drittel ist echt kleiner als 1. Das heißt, nach dem Quotientenkriterium konvergiert diese Reihe hier. Okay, selbiges können wir jetzt noch mit dem Lim-Sub machen. Das heißt, ich sagte es bereits in diesem Fall ist das einfach der normale Grenzwert. Das heißt, auch hier betrachten wir wieder den Quotienten a n plus 1 durch a n im Betrag. Gut, diese Umformungsschritte, die schenke ich mir hier, das ist genau das gleiche hier, sodass wir im Endeffekt nur noch den Limes, weil das ist jetzt hier eine Folge, die konvergiert, das heißt, die besitzt nur einen Häufungspunkt und da ist der größte Häufungspunkt gleich dem Grenzwert. Das heißt, wir haben hier den Limes für n gilt gegen unendlich von 2 durch n plus 1 und das ist ganz offensichtlich, wenn n gegen unendlich läuft, dann haben wir hier unten im Nenner eine Zahl stehen, die unendlich groß sind. Das heißt, dieser ganze Bruch hier geht gegen 0. Und 0 ist ja ganz eindeutig echt kleiner als 1. Das heißt, auch nach der zweiten Definition haben wir hier mal gezeigt, dass diese vorliegende Reihe konvergiert. Ich hoffe, das hat insgesamt ein bisschen weitergeholfen.